Also, als erstes erstellen wir ein neues Projekt. Kopieren uns ein Bild, das wir als PNG abspeichern wollen. Dann klicken wir auf Exportieren, wählen PNG aus und speichern es auf dem Desktop. Einen Moment mal. Solche Programme gab es ja nicht immer. Also wie hat man PNG-Dateien damals erstellt? PNG oder auch Portable Network Graphics ist ein Rastergrafikformat mit Verlust. Stopp! Das kann man sich ja selbst aus Wikipedia raussuchen. Also wie wurden PNGs damals erstellt? Eine PNG-Datei besteht aus verschiedenen Parts. Ganz oben haben wir den Dateikopf, dann kommen die sogenannten Chunks und am Ende müssen wir der Datei sagen, dass sie hier endet. Der Dateikopf besteht aus ein paar Steuerzeichen und den drei Buchstaben P, N und G. Eigentlich ganz simpel. Kommen wir nun zu den Chunks, denn die sind weniger simpel. Ein Chunk besteht aus der Datenlänge in Byte, also die Länge der Daten, die in diesem Chunk gespeichert sind, einer Typerkennung, also vier Buchstaben aus der ASCII-Tabelle, Daten und einem CRC. Was ein CRC ist, klären wir in einem anderen Video. Lass uns mal gemeinsam einen Chunk bauen, damit ihr ein besseres Verständnis für diese Chunks bekommt. Nehmen wir mal den IHDR-Chunk. Dieser sollte eigentlich in jeder PNG-Datei dabei sein, denn er bestimmt die Standarddaten für die PNG-Datei. Also normalerweise kommt ganz oben die Datenlänge, aber wir kennen die Daten noch nicht, weshalb wir das erstmal weglassen. Was wir also als erstes machen, ist den Typen zu bestimmen. Der Typ besteht ja aus vier Buchstaben aus der ASCII-Tabelle, also vier Bytes. In diesem Fall schreibt man den Typen IHDR. Das schreiben wir dann einfach so in Hex in unsere Datei rein. Danach brauchen wir die Daten. Wir fangen an mit der Breite des Bildes, in diesem Fall 16 Pixel. Wir versuchen, die Zahl 16 in 4 Bytes zu konvertieren. Weil die Zahl 16 nur ein Byte wegnimmt, schreiben wir für die ersten drei Bytes 00 pro Byte auf. Und am Ende kommt dann die 16 als Hex dargestellt, also 10. Danach die Höhe des Bildes. Auch wieder 16 Pixel, also wieder das gleiche Spiel. Jetzt muss der Chunk wissen, in welcher Bittiefe wir das Bild haben wollen. Wir nehmen hier mal 8 Bit. Also 08 in Hex. Und dann noch so ein paar Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind zu wissen. Am Ende wissen wir, wie viele Daten, also wie viele Bytes wir gespeichert haben. Diese Zahl speichern wir nun oben in die Datenlänge ab, also wieder in 4 Bytes. Ganz zum Schluss kommt der CRC, der in diesem Fall das hier ergibt. Nicht wundern, der CRC lässt sich mit den Daten und dem Typen des Chunks ausrechnen. Diese Zahl ist also nicht zufällig entstanden. Nun können wir noch andere Chunks hinzufügen. Und zu guter Letzt den IEND-Chunk. Dieser ist wieder etwas anders als die anderen, denn er bestimmt das Ende der Datei. Diese hat keine Datenlänge, also 00000000. Dafür einen Typen IEND und einen CRC. Wenn wir nun das alles mit Hilfe unseres Codes in eine neu erstellte Datei eingetragen haben, diese Datei die Endung .png trägt, sollten wir dieses Foto sehen. PNG-Dateien erstellen wurde uns sehr vereinfacht. Einmal Photoshop öffnen, ein bisschen malen und zack, du kannst sogar in alle Dateiformate exportieren. Falls ihr heute irgendwas dazugelernt habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Video, wenn wir über den CRC sprechen.